Sollen wir das Pitti dazu holen? Was? Sie haben einen Schlag ins Gesicht Nein. erhalten. Sollen wir das Pitti dazu Nein, holen? das nicht. Nein. Gut. Also es ist ja ausdrücklicher Wunsch, dass das zwischen den beiden geklärt wird. Selber beim Pitti. Wie bitte? Er ist es selber beim Pitti. Das ändert dann, denke ich, nichts an der Tatsache, dass er Nee, ja alles nicht im gut. Dienst war und sie geschlagen hat. Ob das jetzt aus Versehen war oder nicht, sei dahingestellt. Nee, alles gut, alles gut. Lasse. Warte mal, ich muss da mal telefonieren. Ja, könnt ihr mal bitte ein RTW zu Benny schicken? Wir haben hier eine Person am Boden. Ja, RTW reicht. Die braucht, glaube ich, auch nicht Pflaster, die junge Frau, die kann auch lachen. Fragen wir, ob die noch am Pflaster Bis verklebt gleich, war. yo, ciao. Tut mir leid. Dachte, du stehst weit genug hinter Wieso mir. lachst du, wenn es dir leid tut? Hab doch extra gesagt, vor Achtung, es könnte der letzte Schlag sein. Du warst sehr elegant da. Oh Mann. Verarsch mich nicht. Warum verarschen? Wenn du Zurücktreten, lachst, bitte. ja. Ui, was passiert? Zurücktreten. Sag mal so, lass es, glaube ich, die Hand Die gerade Erklärung will ausgerutscht. ich hören. Ah, ich hätte ja darauf getippt, dass sie 574 unnotrot. für Leitstelle Reanimation User joined your eingeleitet. channel. Das nennt man auch häusliche Gewalt. Nee, das war nicht mit Absicht. Au. Autsch. Alter, der Boden. Ja, frisch poliert. Wow. Wie schlimm ist, wenn hier weiße Autos reinfahren? Gib mal durch, dass Reanimation andauert. Gerade. Ah, die braucht Wie keine gesagt, bei weißen Autos ist Reanimation, es das ist eine extrem hier harte drin. Frau, die kriegt gleich ein Pflaster und dann geht's ihr wieder gut, ich Der kenne ist die. toll, der ist toll. Aber das macht schwarze. Das ist eigentlich schon scharf. Treten Sie bitte zurück. Ja. Das So. Lehrlingsauto. Oh mein Gott, Ja. spritzt mir dem Gesicht. So. Hayley, wenn Sie sind da. wieder wach, ja? Ja. Gut, weil. Nennen wir es meine Sinne sagen mir was anderes. Alles klar. Gut, kommen Sie erstmal mit, bitte. Die Rechnung geht auf mich. Ganz schön gute Lichter hier. Das stimmt. Deswegen tragen manche Kollegen Sonnenbrillen im Dienst. So, der Kollege kommt gleich. Dann gibt es auch eine kleine Schmerzmittelbehandlung User und ein kleines Pflaster. Gut. Sie haben also einen Schlag oder einen Tritt oder etwas Ähnliches abbekommen. Schlag ins Gesicht, ja. Schlag ins Gesicht. Gut. Sollen wir das Pitti dazu holen? Was? Sie haben einen Schlag ins Gesicht Nein. erhalten. Sollen wir das Pitti dazu Nein, holen? das nicht. Nein. Gut. Also es ist ja ausdrücklicher Wunsch, dass das zwischen den beiden geklärt wird. Selber beim Pitti. Wie bitte? Er ist es selber beim Pitti. Das ändert dann, denke ich, nichts an der Tatsache, dass er Nee, ja alles nicht im gut. Dienst war und sie geschlagen hat. Ob das jetzt aus Versehen war oder nicht, sei dahingestellt. Nein, ich. Nee, auf Gottes Willen. Gut, alles klar. Der Kollege scheint nicht zu kommen. Ich hole ganz kurz Schmerzmittel Ja. und Verbandszeug. Ich warte hier. So, dann behandeln wir erstmal das Akute. Wo haben Sie den Schlag denn hinbekommen? Nase, Schläfe, Kinn? Wangenknochen. Am Kinnknochen? Wangenknochen. Wangenknochen. Dann taste ich sie mal kurz ab. Eine Sekunde. Tut natürlich weh, ne? Es gibt ein schönes Fallchen. Also ich würde zur Sicherheit ein Röntgen machen, damit wir sicher sind, dass da keine Jochbeinfraktur vorliegt. Opa. Chris, würdest du kurz das Röntgen vorbereiten? Oh,
War doch gar nicht so toll. Ja. Wir wollen einfach sicher gehen, dass sie ihrer Freundin nicht aus Versehen das Jochbein gebrochen haben. Ich meine, sie sind ja ein kräftiger Kerl. Ich habe gehört, sie sind beim PD. Na? Da kann so ein Schlag, der eigentlich einem Auto gedacht ist, auch mal Schaden anrichten. Und wäre gut, wenn er sie dann nach Hause begleitet. Ja. Sie haben Schmerzmittel bekommen, deswegen würde ich Ihnen stark davon abraten, Alkohol oder andere Drogen zu sich zu nehmen. Ja. Gut. Dann. Röntgen-OP. Also alles in Ordnung. Okay, dann gib mir mal die Rechnung. Das Gute. Du hast dich schon umgezogen. Sie ist schon groß. Noch ein Murmeln. Ich hab grad gesagt, ich lese was. Ich hab der Patientin schon gesagt, kein Alkohol, keine anderen Drogen. Und ansonsten können Sie gehen, Frau Winter. War es ein Glück, dass Mathis heute Ruhetag hat, wa? Danke. Ich bringe Sie kurz raus, weil ja. Sonst kommen Sie nicht mehr raus. Wir schließen hier mal ab. Russland. So, Frau Winter, dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend und wir sehen uns hoffentlich nicht so bald wieder. Hat der Spaß jetzt kostet? Knapp 300. Hm? Ja, ich geb dir das Geld dann. Na, ich hab dich gehauen, ich zahl das. Was wollt ihr nicht jetzt unternehmen? Fahr doch einfach mal erstmal einen Meter vor. Geht ihr da freundlich, hä? Oh Mann. Die dachten echt, das wäre jetzt häusliche Gewalt. Lol. Ernsthaft. Ja, ob ich ganz sicher bin, dass ich nicht bitte dazu holen will, so nein. Ich will nicht. Kannst du, warte, jetzt hat er gesagt, ja, ich rufe einen Polizisten an. Irgendwie, keine Ahnung, ich bin heute schon auf Zigarettenentzug. Ja. Vielleicht der beste Ansatz aufzuhören. Vielleicht. Würde ich auf jeden Fall enjoyen. Was? Ich habe was anderes verstanden. Ich habe irgendwas mit Join verstanden. Ja, würde ich enjoyen. Also, ich würde es cool finden, wenn du aufhörst. Ich frag mich gerade, da der von King der Laden abgebrannt ist, ob da auch Pflanzen drin waren und die dann hier die ganzen Dämpfe und so. Keine Ahnung, also wir waren ja vorhin an seiner Lagerhalle, weil es da auch gebrannt hat, da hat er gesagt, das war nichts mehr. User left your channel. Das war alles schon vergammelt. Was ist denn bei denen los? Ja, aber muss man von dem Bier Abstand halten? Das wäre mir neu. Kommt drauf an. Die ziehen mich eigentlich immer eher magisch an. Ich halte bloß von Oettinger Abstand. Boah, das ist eine Sprühe. Also ich trinke dann lieber einen Jägermeister. Ja, gibt's hier ja in der Stadt nicht. Hier gibt's ja nur Bier. Ja, ich weiß ja mal, was für ein gescheites Bayerisches muss man das daher. Das ist die Marktlücke irgendwie. Hier Schnaps oder irgendwas härter. Ja. Stark gibt's ja schon. Das muss dann schon richtig schallern, denn. Oh, ich werde mich in der Tüte dabei blöd. Das habe ich irgendwie noch nicht gelernt. Ich denke, ich bin ja kommen. Aber nee, bei euch scheint es nicht zu sein. Okay, bin ich verrückt. Ich dachte schon. Vorher wieder unterwegs. Ah, ich fahre mal drüben bei Mathis. Da passiert nicht so viel mit den Fahrzeugen, habe ich das Gefühl, wie bei euch vor der Tür. Oder beim Hotel vor der Tür. Guckst du dir mal an, wie sie da steht. In ihrer orangen Hose. Mhm. So ein Möchtegern-Gangster. Das ist die neue Gang, die orangen Hosen. Na, du Möchtegern-Gangster?
Bist du jetzt der Anwerber von vom Roten Karnevalsverein? Alter, ich geb dir gleich hier Karnevalsverein. Das... Hi. Na, hi. Ja. Wow. Gute Nacht, ihr Verrückten. Gute Nacht. Gute Nacht.